telling me to believe that you and I are more than just friends. There's an angel beside saying things just ain't right, but I'm no good at listening. You keep me up, keep me up all night. Who you think you are? Do this every time. Eine ganz normale Modenschau, könnte man denken. Nicht ganz. Denn das Besondere, die Sachen, die hier vorgeführt werden, stammen aus der Kleiderstube im Mehrgenerationenhaus. Das heißt, die Kleidung hatte meistens schon einen Vorbesitzer und wurde dann an die Kleiderstube gespendet. Hier kann man sie jetzt für einen kleinen Betrag kaufen. Ein T-Shirt kostet zum Beispiel 1 Euro, eine Hose 2 und ein Anzug 4 Euro. Und das Gute, egal ob reich oder arm, jeder darf hier kaufen. Wir haben natürlich Stammpublikum, aber wir würden uns auch freuen, wenn immer noch neue Leute kommen. Dadurch, dass wir jetzt nicht ganz in der City sind und auch nicht jeden Tag geöffnet haben, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, das so an den Mann zu bringen. Genau deswegen gibt es an diesem Tag die Modenschau. Neue Leute sollen auf die Kleiderstube aufmerksam gemacht werden und sehen, was man hier für kleines Geld kaufen kann. Alle Kleidungsstücke, die vorgeführt werden, stehen nach der Modenschau auch zum Verkauf bereit. Aber bis die Modenschau und vor allem die 5 verschiedenen Outfits pro Model gefunden waren, hat es gedauert. Wir haben jetzt mittlerweile 11 Models, die vorher monatelang teilweise vorher kommen und sich die Sachen raussuchen und beiseite legen und dann also 2-3 Mal die Woche kommen und nochmal gucken, ob was Neues da ist. Und sie stellen sich erstmal unten hin, suchen aus, verwerfen wieder, suchen neu, dann passt oben was, aber unten nicht. Dann finden sie nicht das passende Jackett, fangen sie wieder von vorne an. Ich habe auch das ein oder andere auch schon mit zu Hause, ja. Weil sind teilweise Sachen bei, da ist ja nichts dran und das steht ja auch nicht dran, ne? Dass das von der Kleiderkammer ist. Und ich finde, warum sollte man das nicht nutzen? Ich finde das für Leute, die wenig Geld haben, finde ich das eine optimale Sache. Die Models sind übrigens alle ehrenamtlich hier im Mehrgenerationenhaus tätig. Manche laufen zum ersten Mal mit und andere sind schon länger dabei. Ja, ich bin ja schon, sagen wir mal, auch in Berlin gelaufen. Wenn man nicht nervös wäre, ich glaube, dann stimmt was nicht. Ich glaube, ein bisschen Nervosität gehört dazu. Das ist furchtbar, das erste Mal, wo ich mitlaufe. Ja, und ich habe schon geübt, aber ne, ich hoffe, dass es klappt. Ich drücke mir selber die Daumen. Fragen Sie mal, wer von uns heute Mittag was hat essen können. You got me where you want me, now I'm right here. Waiting for your call. Die Modenschau ist geschafft. Jetzt können die Zuschauer die Kleidung kaufen. Und wer schnell ist, hat da definitiv einen Vorteil. Es gab schon ein bisschen, das wollte ich auch haben und passt mir das? Und ja, sind schon ganz viele Sachen direkt weggegangen. Da hat sich die Modenschau auf jeden Fall gelohnt. Aber die Kleiderstube hat natürlich noch jede Menge Schnäppchen zu bieten. Alle Infos und die Öffnungszeiten finden Sie online.